Ich habe noch einmal den fliegenden Fan im Angebot. Das lade ich heute Nacht wirklich hoch und werde dir das zeigen. Siehst du mich mit dem Fan herumfahren? Ich habe zwei fliegende Fans. Naja, einen fliegenden und einen im Güllefass. Aber dich habe ich nicht. Ich steige mal aus. Siehst mich jetzt? Ja, da vorne stehst du, aber ohne Fan. Siehst ihn jetzt? Nö. Der sollte jetzt dastehen. Der ist ungefähr 2 Meter über dem Boden. Na, 1,50 Meter vielleicht. Und hier ist auch etwas Unsichtbares, wo ich nicht drauf kann. Das ist die. Sieht ihm jetzt den Fan Nee. herumfahren. Also nicht herumfahren, der schwebt bei mir nur. Gebiete, siehst du den Unimog? Dem Unimog sehe ich, ja. Kannst du einsteigen? Ja. Dann fahr mal Und weg der hat auch damit. die Handbremse gezogen gehabt. Naja, ich höre mal auf aufzunehmen. Es war ein lustiger kleiner Fail. Das nochmal. Wir sind nochmal wieder da. Kleine Fail-Runde hier wieder. Schöner kleiner Bug. Also ich finde, das macht Gott. wirklich Spaß. Das ist göttlich. Ich kann leider auch nicht einsteigen, aber doch, ich kann einsteigen. Das ist aber der Genial. GTA. Nur der GTA kann nicht einsteigen. Ach, Kommst du mal zu der mir? Markus, der steht gerade auf den 2 Meter. Also das Ganze hier ist ein Zaubertrick. Ich kann den fliegen lassen. Und absolut genial auf jeden Fall. Siehst du ihn noch immer nicht? Ich kann nicht rein. Ich sehe aktuell 7 Fans. Was, ich sitze jetzt noch mal einmal? Wo kommt der neue? Zweimal, dreimal, viermal zurück. Ich guck mal hier so. Also Da steht er jetzt. der GTA unterm macht sich schon sehr gut. Und hier der Zaubertrick, wir waren da drunter und der fällt trotzdem jetzt nicht runter. Der schwebt immer noch. Wir können übrigens auch, glaube ich, durchfahren. Also das ist hier ganz großes Kino heute Abend. Oh, cool, der Fan kann ja vorne ankuppeln. Siehst du jetzt mich hinter dir? Ja, genau da, wo du gerade dagegen fährst. Was hast du da? Entfernt. Oh. Also bei mir bewegt sich mein schöner GTA von Geisterhand. Gebiete, was ist das für ein Scheiß? Entschuldigung, dass ich das jetzt so sagen muss, aber irgendwie nervt das schon langsam. Also, Wir ich habe ja schon scheißen halt, gesagt. ich muss das jetzt auf so richtig Dialektart, wir scheißen jetzt schon 2 Stunden herum und es ist nichts weitergegangen. Ah. Die Situation ist auch sehr schick. Also hier sehe ich gerade zwei Fans ineinander. Nee, Siehst das du sind sogar jetzt, schau drei. An mal, der Fronthydraulik sehe ich das durch drei siehst du, warte übereinander. mal, schau mal, siehst du da jetzt das Mähwerk fahren? Bei mir, da bei mir, wo ich jetzt bin. Du läufst da alleine rum. Da ist das Frontmähwerk ist nicht hinten angehängt. Wo dran? Am Vent. Ich sehe kein Fan. Ich sehe hier nur meine 12, 13 Fans. Wir sind ja übrigens gerade hier auf dem Let's Play-Spielstand und probieren gerade aufzunehmen. Und das seit, weiß nicht, geschätzten 5 Jahren. Ich glaube, das wird hier mal Part 104 oder 105. Es ist 105, der Special Part. 105 wird was Besonderes. Ich Oh sitze in mein einem Fendt, Gott. oder? Ja, im GTA. Ach so, jetzt stehen nur noch drei übereinander. Jetzt steht er da eigentlich. Jetzt sollte er hier stehen. Der steht auf dem Boden, ist ja cool. Ja, Aber ich kannst du komme nicht einsteigen. rein. Der steht übrigens auch im Joker. Das sieht geil aus. Bei mir steht er im Joker. Was könnten wir jetzt noch probieren? Ihr könnt jetzt noch mal einen Reconnect von dir probieren. Ja, Aber das genau. ist während der Aufnahme. Ja, ich gehe eben raus. So, willkommen zurück. Wir sind hier wieder beim kleinen Fail synchronisieren. Wir wollten ja gerade aufnehmen. Und ja, ich habe jetzt mal das ganze Spiel neu gestartet und so. Und wieder beigetreten, weil der Markus mal versucht hat zu hosten. Und ja, wie ihr seht, wir haben auf einmal zwei 724. Der eine schwebt leider beim Boden. Ich sitze gerade in einem drinnen und fahre herum, den aber der Guten nicht sieht. Und wir wissen jetzt wirklich nicht mehr, was wir jetzt noch machen Kannst du die bitte können. noch ein paar Mal zurücksetzen? Ich finde das eigentlich ganz lustig, wenn die ineinander stehen. Ich finde das jetzt gerade urkomisch. Man kann sogar auf den Fendt. Ah, okay, der hat einen Zug mal sogar vorne. Siehst du jetzt das Güllefass noch? Ich stehe drauf. Siehst du das noch? Jetzt bin ich durchgefallen. Ja, Jetzt hat ich das fahre gerade ganz. weg damit. Ach so. Ja, Mensch. Schön. Also bei mir steht's hier.
kuppel das mal ab, dann vielleicht steht es da. Jetzt ist es abgekuppelt. Wo steht das? Steht jetzt hier bei mir da. Ja, nee, eigentlich nicht. Genau da steht es, halt da steht's. Ich sehe es nicht. Ja, was machen wir jetzt? Kugel. Dass wir das Let's Play weiterführen könnten, könnten wir natürlich den Sim24 verkaufen. Meinst du, der ist schuld? Ja, der hat sicher einige durch die vielen Funktionen und so weiter. Vielleicht sollten wir das mal übergangsweise machen, hast du recht. Dann leihen wir uns so lange einfach einen anderen Schlepper. Naja, wie viel, wir haben jetzt... Sagen wir so, der geht in Reparatur und dann ist er jetzt irgendwie eine Woche weg. Fendt hat den zurückgenommen, weil da ist ein Produktionsfehler drin. Und wir bekommen 9,39 oder 9,36. Ja, wir bekommen auf jeden Fall einen geliehen und das, da müssen die jetzt halt gucken, was denn das Leihfahrzeug wird, was man da denn erübrigen kann im Moment. So, und ich würde sagen, wir sehen uns dann, das war jetzt ein kleiner Spoiler für den Part 105, wenn ich mich nicht täusche. So ein kleines Special-Video noch mit ein paar Fails. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.